Stell dir mal vor, du könntest dein Studium beginnen, ohne dir Sorgen über die Finanzierung zu machen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber genau darum geht's in diesem Video. Ich zeige dir heute 9 clevere Wege, wie du dein Studium finanzieren kannst, ohne am Ende in einem Berg von Schulden zu ersticken. Und ich garantiere dir, dass du einige dieser Punkte noch nicht auf dem Schirm hattest. Also schau unbedingt bis zum Schluss. Mein Name ist Tobias, ich bin Gründer von Karriereguru und in den letzten Jahren habe ich bereits über 10.000 Menschen dabei geholfen, beruflich ja so richtig durchzustarten. Dein Studium ist dabei dein erster richtiger Schritt in deiner Karrierelaufbahn. Also sprechen wir über ein Thema, das dir vielleicht schon unter den Nägeln brennt, und zwar, wie du dein Studium clever finanzierst. Ich weiß aus Erfahrung, Geld ist oft knapp als Student und ja, die steigenden Lebenshaltungskosten, die machen es nicht gerade einfacher. Aber keine Sorge, ich zeige dir jetzt 9 Möglichkeiten, die du perfekt kombinieren kannst, um dein Studium ohne finanzielle Sorgen zu meistern. Also lass uns direkt loslegen. Fangen wir mit etwas an, das einige oft vergessen. Ja, das Kindergeld. Denn ja, auch als Student hast du Anspruch drauf. Also hier sind mal die Facts. Ja, solange du unter 25 bist, haben deine Eltern Anspruch auf Kindergeld für dich, auch während des Studiums. Seit Januar 2023 sind das satte 250 € pro Monat. Das weiß ich so gut, weil ich selbst Vater geworden bin. Also das ist nicht gerade wenig. Aber was, wenn dir deine Eltern das Geld nicht weitergeben? Dann gibt es einen Trick, den du anwenden kannst. Du kannst beantragen, dass das Geld direkt an dich überwiesen wird. Das nennt sich Kindergeldabzweigung. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Hier mal kurz, wie du das machst. Du gehst zur Familienkasse und legst dar, dass deine Eltern dich nicht oder nicht ausreichend unterstützen. Wir wollen jetzt kein Beef zwischen dir und deinen Eltern, aber ja, so ist der Prozess. Und ein paar Kontoauszüge und eine kurze Erklärung reichen dann oft schon aus und du bekommst diese Abzweigung. Aber wie gesagt, wenn du kein Beef willst, dann sprich zuerst mit deinen Eltern darüber. Oft wissen die gar nicht, dass sie dir das Kindergeld eigentlich weiterleiten sollten. Eine offene Kommunikation kann hier wirklich Wunder bewirken und unnötig Stress vermeiden. Punkt Nummer 2 ist eng verknüpft mit dem vorigen, und zwar betrifft es wieder deine Eltern, genauer gesagt ihre finanzielle Verantwortung für dein Studium. Viele vergessen nämlich, dass Eltern gesetzlich verpflichtet sind, die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. Und ja, das schließt das Studium auch mit ein. Das gilt übrigens auch, wenn du über 25 bist und kein Kindergeld mehr beziehst. Aber bitte Achtung, es gibt natürlich Grenzen. Wenn deine Eltern selbst wenig verdienen, dann springt das BAföG ein. Das nennt sich dann elternunabhängiges BAföG. Ich weiß, ja, über Geld zu reden ist oft ja, einfach unangenehm, insbesondere innerhalb der Familie mit den Eltern. Aber glaub mir, es ist wichtig. Mein Rat also, setz dich mit deinen Eltern zusammen und mach einen klaren Plan. Wie viel können sie beisteuern? Wie sieht es mit der Miete aus? Taschengeld? Ein offenes Gespräch kann hier viel Stress und Missverständnisse vermeiden. Und wer weiß, vielleicht sind deine Eltern sogar erleichtert, wenn du das Thema ansprichst. Übrigens, falls sich deine Eltern dann dagegen weigern, dich zu unterstützen, obwohl sie es könnten, gibt es rechtliche Möglichkeiten. Aber das ist wirklich das ist der letzte Ausweg. In den meisten Fällen lässt sich da schon eine Lösung finden. Kommen wir zum Klassiker der Studienfinanzierung, BAföG. Aber Vorsicht, hier lauern so einige Mythen. BAföG ist oft unterschätzt. Viele denken, sie hätten keinen Anspruch, aber das stimmt häufig nicht. Lass uns die Basics mal kurz durchgehen. BAföG ist zur Hälfte ein Zuschuss und zur anderen Hälfte ein zinsloses Darlehen. Und das Beste daran, die Rückzahlung ist auf maximal 10.000 € begrenzt. Das heißt, selbst wenn du den Höchstsatz bekommst, zahlst du nie mehr als diesen Betrag zurück. Ein häufiger Fehler ist, gar keinen Antrag zu stellen. Viele denken sich, ach, meine Eltern verdienen zu viel. Aber die BAföG-Berechnung ist komplexer, als man denkt. Ja, Faktoren wie Geschwister, Miete oder besondere Belastungen können einen großen Unterschied machen. Also mein dringender Rat, stell auf jeden Fall einen Antrag. Im schlimmsten Fall bekommst du eine Absage, im besten Fall eine ordentliche finanzielle Unterstützung. Und keine Sorge wegen des ganzen Papierkrams. Es gibt inzwischen gute Online-Tools, die dich da durch den Antrag führen. Einfach mal googeln. Ab dem Wintersemester 24/25 gibt es übrigens auch wieder eine Erhöhung des BAföGs plus auch ein sogenanntes Flexibilitätssemester. Das bedeutet, du kannst für ein Semester BAföG beziehen, auch wenn du die Regelstudienzeit überschritten hast. Das kann Gold wert sein, wenn du in der Schlussphase deines Studiums gerade steckst. Okay, kommen wir jetzt zu einem sehr spannenden Thema: Stipendien. Und nein, du musst kein Einstein sein, um eins zu bekommen. Vergiss bitte den Mythos, dass nur Einserschüler Stipendien bekommen.
Es gibt tausende von Stipendien für alle möglichen Talente und Hintergründe. Lass mich das mal so ein bisschen für dich aufschlüsseln. Erstens die großen begabten Förderungswerke. Ja, die orientieren sich in der Höhe so am BAföG, aber eben alles geschenkt. Plus 300 Euro Büchergeld monatlich. Und das Beste, du musst nicht arm sein, um das zu bekommen. Selbst wenn deine Eltern gut verdienen, kannst du das Geld erhalten. Zweitens, schau dir die kleineren Stiftungen an. Die haben oft Schwierigkeiten, Bewerber zu finden, weil sie abseits der Eliteförderung unterwegs sind. Ihre Finanzspritzen fallen meist ein bisschen kleiner aus, aber sind dennoch nicht zu unterschätzen. Und noch ein weiterer Tipp, ja, viele Stipendien bieten nicht nur Geld, sondern auch Netzwerke, Workshops und manchmal sogar Auslandsaufenthalte an. Das kann für deine Karriere Gold wert sein. Und denk dran, Mehrfachbewerbungen sind erlaubt und sogar erwünscht. Je mehr du dich bewirbst, desto höher sind deine Chancen. Ja, es gibt sogar Stipendiendatenbanken, die dir bei der Suche helfen. Also auch hier einfach mal googeln. Mein letzter Tipp hierzu, frag deine Profs. Ja, oft wissen die von so fachspezifischen Stipendien, die nicht überall ausgeschrieben sind. Ja, so ein kurzes Gespräch in der Sprechstunde kann dir im Zweifel einige tausend Euro einbringen. Kommen wir nun zu etwas Praktischem. Und zwar Jobben neben dem Studium und was du dabei beachten solltest. Ich habe damals in meiner Studienzeit selbst zwei Jobs nebenher gehabt, um mir das Ganze einfach zu finanzieren. Ja, einen Werkstudentenjob unter der Woche auf 20-Stunden-Basis und am Wochenende noch als Barkeeper in einem Nachtclub. So ein Nebenjob während des Studiums hat viele Vorteile, ganz klar. Ja, du verdienst nicht nur Geld, sondern sammelst auch wertvolle Praxiserfahrung. Aber beachte bitte Folgendes. Erstens die Zeit. Ja, achte darauf, dass du nicht zu viel arbeitest, so wie ich damals, und dein Studium dann so ein bisschen darunter leidet. Also Faustregel ist, nicht mehr als 20 Stunden pro Woche während des Semesters. Zweitens der Job selbst. Ja, such nach einem Werkstudentenjob in deinem Fachbereich. Das bringt dich fachlich weiter und sieht super im Lebenslauf aus. Ja, viele Unternehmen suchen gezielt Werkstudenten, weil sie für sie günstiger sind als Vollzeitkräfte. Und im Zweifel hast du sogar die Chance, dann übernommen zu werden. Vorerst vielleicht in ein Praktikum oder direkt in eine Vollzeitstelle. Drittens, die Versicherung. Ja, als Werkstudent bist du von der Rentenversicherung befreit, solange du nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitest. Das bedeutet für dich mehr Netto vom Brutto. Aber wiederum Vorsicht beim BAföG. Zu viel Verdienst kann deine Förderung kürzen. Beachte also ein bisschen die monatliche Einkommensgrenze. Alles drüber wird vom BAföG abgezogen. Und noch ein Tipp, schau dich nach Jobs an deiner Uni um. Viele Institute suchen studentische Hilfskräfte. Ja, die Arbeit ist oft flexibel und du baust Kontakte zu Profs auf. Das kann für spätere Empfehlungen schreiben sehr wertvoll sein. Und denk bitte auch dran, Praktika können ebenfalls eine gute Option sein. Zwar sind davon viele unbezahlt, aber für Pflichtpraktika gibt es oft BAföG. Und die Erfahrung ist unbezahlbar für deinen späteren Berufseinstieg. Übrigens in der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Bewerbungsguide für Berufsanfänger. Also wenn du dich jetzt schon neben dem Studium um einen Job kümmern willst, dann kannst du einfach dort die 1:1 Vorlagen Copy-Paste für deine Bewerbung verwenden. Damit hast du null Stress und im Handumdrehen eine Einladung zum Vorstellungsgespräch in der Tasche. So, schauen wir uns den nächsten Punkt an. Der staatliche Bildungskredit. Ein oft übersehener Finanzierungstipp. Dabei kann er eine sehr angenehme Option sein. Hier sind einige Fakten. Ja, du kannst ihn ab dem dritten Semester beantragen und bis zu 7.200 Euro erhalten. Das Beste daran, die Zinsen sind relativ niedrig und die Rückzahlung beginnt erst 4 Jahre nach der ersten Auszahlung. Du hast also Zeit, beruflich Fuß zu fassen, bevor du anfangen musst, den Kredit zurückzuzahlen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Krediten brauchst du keine Sicherheiten oder Bürgen. Nutz diesen Kredit also strategisch. Ja, eignet sich super, wenn du gegen Ende des Studiums vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Freiheit brauchst. Vielleicht für ein Auslandssemester oder um die Jobsuche nach dem Abschluss zu überbrücken. Aber nicht vergessen, auch wenn die Konditionen gut sind, ist es immer noch ein Kredit. Also überleg dir gut, wie viel du wirklich brauchst und ob du später auch zurückzahlen kannst. Kommen wir zu einer Option, die fast jeder nutzen kann, der KfW-Studienkredit. Der ist für fast alle Studierende zugänglich, sogar bis zum Alter von 44 Jahren. Das macht ihn zu einer sehr flexiblen Option. Du kannst zwischen 100 und 650 Euro monatlich beantragen und das unabhängig von deinem Einkommen, deiner Eltern oder deinem eigenen Vermögen. Aber jetzt kommt der Haken. Ja, die Zinsen sind variabel und derzeit relativ hoch. Ja, im Oktober 2023 haben sie sogar echt einen Höchststand erreicht.
Zwar sind sie seitdem wieder so ein bisschen gesunken, aber sie bleiben ein wichtiger Faktor, den du beachten musst. Nutz diese Art von Kredit also wirklich als letzte Option und nur für einen begrenzten Zeitraum. Ja, der eignet sich gut für deine Abschlussphase oder um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Und noch ein Tipp. Du kannst die Auszahlung jederzeit stoppen oder den Betrag ändern. Nutze diese Flexibilität. Nimm nur so viel, wie du wirklich brauchst. Nächster Punkt. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Wir sprechen über alternative Finanzierungsmodelle. Das könnte auch interessant für dich sein. Neben dem KfW-Kredit gibt es noch andere Anbieter von Studienkrediten. Aber ich möchte mit dir über eine interessante Alternative sprechen, die sogenannten Bildungsfonds. Hier mal, wie die funktionieren. Ja, du bekommst Geld für dein Studium, aber statt eines festen Zinssatzes zahlst du später einen bestimmten Prozentsatz deines Einkommens zurück. Klingt erstmal gewagt, ich weiß, aber hier ist auch der große Vorteil. Wenn du nach dem Studium wenig verdienst oder arbeitslos wirst, zahlst du entsprechend weniger oder gar nichts zurück. Das minimiert dein Risiko. Aber Achtung, bei hohem Gehalt zahlst du dementsprechend auch mehr zurück, vielleicht sogar mehr als bei einem klassischen Kredit. Ein anderes spannendes Modell ist der umgekehrte Generationenvertrag von Anbietern wie Brain Capital. Ja, das ist besonders interessant für Studierende an privaten Hochschulen, wo oft hohe Studiengebühren anfallen. Hier mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir, du studierst BWL an der privaten Hochschule. Brain Capital könnte dir die Studiengebühr von, sagen wir mal, 20.000 Euro finanzieren. Nach dem Studium zahlst du dann über einen festgelegten Zeitraum, meist ungefähr so 10 Jahre, einen bestimmten Prozentsatz deines Einkommens zurück. Wenn du gut verdienst, zahlst du mehr zurück und unterstützt damit indirekt zukünftig Studierende. Verdienst du weniger, zahlst du auch weniger zurück. Es ist so eine Art solidarisches System. Ja, solche Modelle können sehr komplex sein. Lies daher die Bedingungen sehr genau und rechne wirklich die verschiedenen Szenarien durch. Was passiert, wenn du viel verdienst? Was passiert, wenn du wenig verdienst? Vergleich die potenziellen Kosten auch mit einem klassischen Kredit. Und noch ein wichtiger Punkt. Einige dieser Anbieter konzentrieren sich auf ganz bestimmte Studiengänge oder Hochschulen. Also informier dich früh, ob du für so ein Programm überhaupt in Frage kommst. Insgesamt sind Bildungsfonds ja eine innovative Option, die für manche Studierende perfekt sein können. Aber wie immer gilt, informier dich gründlich und wäg die Vor- und Nachteile echt sorgfältig ab. Zum Schluss noch etwas für absolute Notfälle, denn manchmal läuft es einfach nicht so nach Plan. Hier sind deine Optionen, wenn alle Stricke reißen. Erstens Studienabschlussdarlehen oder Überbrückungsdarlehen. Ja, viele Studentenwerke bieten solche kurzfristigen Darlehen an. Die sind oft zinsgünstig und schnell verfügbar. Also perfekt, wenn du kurz vor dem Abschluss stehst und deine anderen Finanzierungsquellen irgendwie auslaufen. Zweitens Wohngeld. Ja, du hast richtig gehört, in bestimmten Fällen können auch Studierende Wohngeld beantragen. Das gilt besonders, wenn du keinen BAföG-Anspruch hast oder BAföG als Volldarlehen erhältst. Drittens, in ganz besonderen Härtefällen gibt es sogar die Möglichkeit, Bürgergeld zu erhalten. Das ist wirklich der letzte Ausweg und an strenge Bedingungen geknüpft. Aber in Situationen wie schwerer Krankheit oder wenn du dich vom Studium beurlauben lässt, kann es eine Option sein. Hier ist noch mein dringender Rat. Ja, wenn du langsam merkst, dass du in eine solche Notsituation gerätst, dann informier dich bitte frühzeitig über Optionen. Im Notfall hast du nämlich oft nicht die Zeit oder die Nerven, dich dann durch diesen ganzen Bürokratie-Dschungel da zu kämpfen. Und noch was Wichtiges. Scheu dich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, die psychologischen Beratungsstellen der Unis, die sind oft eine erste gute Anlaufstelle, wenn du nicht weiter weißt. Ja, die können dich dann auch an die richtigen Stellen weiterleiten. Denk bitte immer dran. Eine finanzielle Notlage ist keine Schande und fast immer vorübergehend. Du investierst hier an der Stelle auch in deine Bildung und in deine Zukunft. Mit den richtigen Informationen und so ein bisschen Unterstützung findest du deinen Weg dadurch. So, das waren eine Menge Informationen. Lass uns kurz zusammenfassen. Du hast jetzt 9 Möglichkeiten kennengelernt, wie du dein Studium finanzieren kannst. Von Kindergeld über BAföG, Stipendien, Nebenjobs, verschiedene Kredite bis hin zu Notfalloptionen. Es gibt mehr Wege, als du vielleicht dachtest. Jetzt kombinierst du diese Option clever und planst frühzeitig, ja, dann ist eigentlich alles kein Problem mehr. Jede Situation ist einfach individuell, also nimm dir die Zeit, deine persönliche Finanzierungsstrategie zu entwickeln. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für noch mehr Karrieretipps. Danke fürs Zuschauen, ganz viel Erfolg im Studium, bis zum nächsten Mal, bleib ambitioniert.